Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Fable 3. Eine Ja, gut in der letzten Folge informierte sind wir. Bevölkerung ist sehr Sei jetzt gefährlich. ruhig. In der letzten Folge sind wir in den Thronsaal gegangen und müssen eine Entscheidung treffen. Entweder wir bauen die Akademie wieder auf und lassen sie frei zugänglich für jeden, der auch kein Geld hat und Bitte, so weiter, Eure oder wir Majestät. verschulden. Bildung gehört jedem, der sie zu erlangen sucht. Nicht verschulden, sondern verlangen einfach Eintritt dafür, aber ich bin ein guter König, ich bin ver ich halt Versprechen halten, Lasst euch bevor nicht ich jetzt von noch ein paar romantischen Verhaspeler Ideen. reinhau. Die Brightwall Akademie steht allen offen, die lernen wollen. Die Brightwall Akademie soll wiedereröffnet werden. In Albion wird das Lernen wieder allen offenstehen. Danke, Majestät. Dies ist für uns alle der Anbruch eines neuen Tages. Sehr schön. Ich werde sofort die Vorkehrungen treffen. Ja, fällt ein Urteil über die mögliche Wiedereröffnung der Brightwall Akademie. Als nächstes kommt, entscheidet über den Antrag zur Trockenlegung des Bauertümpels. Gut, weiter geht's. Was denn jetzt? Stimuliert euren Intellekt in der neu eröffneten Brightwall Akademie. Lasst die größten Geister des Landes euren Wissensdurst stillen und bedient euch der besten Bibliothek aller Zeiten. Wirklich jeder, vom ärmsten Genie bis zum reichsten Deppen, ist willkommen. Brightwall Akademie, was immer ihr auch verdient, euch ist ein Platz sicher. Also ich muss sagen, ich mag Reaver nicht, aber was er arbeitet und leistet, das ist doch eigentlich ganz gut. Zumindest vom Bauen Das her. Gericht ruft Page und Reaver. Aber ich will den endlich aus meinem Heute Staat entscheidet schmeißen. ihr über die Zukunft von Bauertümpel. Reaver gibt seinen Vorschlag ab. Page wird die Sache anfechten. Also sprecht. Eure Majestät, eine Untersuchung des Bauertümpels hat ergeben, dass sein Bett reich an Edelmetallen ist. So amüsant es auch wäre, die Arbeiter beim Abbau dieser Rohstoffe ihren Atem anhalten zu lassen, es erscheint mir unpraktisch. Wir haben keine andere Wahl, als den Fluss zu stauen und den Tümpel komplett trocken zu legen. Anschließend haben wir einen fertigen Steinbruch, der abgetragen werden kann. Es ist wirklich ein Jammer, die Landschaft in der Nähe meiner ehemaligen Heimat zu verunstalten. Aber in unserer aktuellen Situation ist es So notwendig. ein Quatsch. Der Bauertümpel ist das letzte Stück Natur, das uns in Bowerstone bleibt. Er ist Teil unserer Geschichte und verdient Schutz. Genau. Nehmt ihn uns nicht weg. Damit würdet ihr der Stadt ein Stück ihrer Seele rauben. Also echt. Wir haben die Bürger dieser Stadt endlich befreit. Zerstören wir nun den einzigen Ort, an dem sie Frieden finden? Nein. Ihr müsst eine Entscheidung treffen, Majestät. Abgelehnt. Page hat recht. Wir brauchen unsere natürlichen Ressourcen. Bauertümpel bleibt erhalten. Das Königsurteil. Die Naturschönheit Bauertümpels wird auf Befehl der Krone geschützt. Danke. Zeigt allen, dass Albion jeden Schutz verdient. Ist eine schöne Aussicht mehr wert als eine Schatzkammer voll Gold? Ich beuge mich vor eurer Weisheit. Wie wäre es mit beidem? Viel Gold und Natur. Hab ich ja. Ich bin gut. Wir sind gut natürlich. Als jemand, Nicht nur ich, der den Blick du über den gehörst auch dazu. Bauertümpel lange genossen hat, verkünde ich, dass dieses Naturwunder unter Schutz gestellt wurde. Möge sein Wasser jeden ertränken, der seine Schönheit nicht schätzt. Ah, das war gut. So. Hoffe, ihr habt euch nicht allzu sehr gelangweilt, aber die letzte Aufgabe wird euch bestimmt gefallen. Ein reiches Mitglied unserer Gemeinschaft möchte eine großzügige Summe an unsere Schatzkammer spenden. Diese Dame möchte lediglich, dass ihr die Spende in Millfields persönlich entgegennehmt. Ein bisschen Bewegung kann nie schaden. Das klingt aber nicht gut. Wenn wir da schon persönlich hin müssen, dann heißt das nichts Gutes. Ach ja, was ich in der letzten Folge ja gesagt habe, hier in Driftwood, das ist Driftwood.
Es gibt hier drüben noch so ein bisschen was. Keine Ahnung, was da ist. Da oben ist wahrscheinlich irgendwas zum Teleportieren. Aber, ja, ich glaube nicht, dass man da so leicht hochkommt. Aber egal. Wir gehen jetzt nach Millfields. Ich möchte endlich mit dem Spiel erstmal durch sein. Und dann kann man sich ja immer noch um die Nebenquests kümmern. Hoffe ich zumindest. Und falls nicht, ja, dann ist auch egal. Weil ich kann mich jetzt stundenlang an Nebenquests ergötzen und uns lauter unnütze Pakete noch kaufen, die wir eh nicht brauchen. Oder ja, wir kümmern uns einfach um die Hauptquest, haben ein bisschen Spaß dabei. Ich weiß, wo der Dieb ist. Er ist in den Wald geflüchtet. Gnädigste. Oh, leck mich fett. Ich verstehe, dass ihr wiederhaben möchtet, was euch genommen wurde. Aber die Wälder sind zu gefährlich. Es wäre Selbstmord, sich ohne Kampferfahrung oder Ausbildung dort hineinzuwagen. Ich will da nicht hin. Ihr sollt das machen. Stimmt. Und ich sprach gerade von mir. Oh, vergesst es. Ach, Majestät, welche Ehre. Wenn nur nicht das Schicksal beschlossen hätte, mich wie eine Närrin dastehen zu lassen. Ich wollte unbedingt etwas zur guten Sache beitragen. Was hat man von einem unermesslichen Erbe, wenn wir alle auf entsetzliche Weise umkommen müssen? Also habe ich für euren Besuch die Statue aus unserer Schatzkammer geholt. Und ein gemeiner Dieb hat sie am helllichten Tage gestohlen. Ist das zu glauben, Majestät? Der Dieb ist in den Wald geflohen und die Soldaten haben Angst, ihm zu folgen. Warum sind die Ungebildeten nur so abergläubisch? Euch sind solche Ängste fremd, oder? Findet den Schuft, Majestät. Er hat mehr als eine Statue gestohlen. Er nimmt uns die Zukunft unseres Königreichs. Ja, ja. Okay, hole ich deine Statuette wieder. Im Wald, Majestät. Die Soldaten mögen zwar abergläubisch sein, aber zweifellos gibt es dort gefährliche Bestien. Viel Glück. Ihr schafft das sicher. Wo denn? Wohin denn? Da links. Okay. Ab in den Wald. Dö. Silver Pines. Wo müssen wir denn hin? Hin. Dorfbewohner, die euch lieben? Mich liebt jemand? Hä? Was ist? Quest? Nö. Ich mag jetzt keine Quest. Oh. Das gefällt mir gar nicht. Lesen. Sucht ihr nach der Statue, Majestät? Folgt dem weißen Balverin. Balver was? Ja, ich laufe einfach dem Ding dahinterher. Oh, ein Satz. Wo ist ein Satz? Hallo? Schatz? Schatz? Wo? Wo ist ein Schatz? Ja, zeig doch jetzt! Mann! Beweg dich! Weißt du was? Leck mich. Echt. Wenn er sich nicht bewegen kann. Achso, dem Ding sollen wir folgen. Ich laufe einfach mal da lang und habe einfach mal Angst, dass das Vieh mich gleich angreifen wird. Oh, hi. Ich will jetzt nicht graben. Ist eh nichts Gutes. Uah. Aua. 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 Hier war ich schon. Nee, war ich noch nicht, aber ich habe alles gekauft. Hey. Wer war das? Also, ihr Monster! Das ist euer! Oh, tut mir leid. Für einen Augenblick dachte ich, ihr werdet ein Balverin. Die versuchen doch dauernd, bei uns einzudringen. Wir verbrennen Silbernitrat in diesen Lampen, um sie abzuhalten. Das tötet sie schnell, wenn sie in der Nähe sind. Wenn eine Lampe ausgeht, oh, das wäre nicht auszudenken. Als das vor kurzem einmal passierte, konnten wir sie schnell wieder anzünden. Den Verantwortlichen, diesen Connor, haben wir streng bestraft. Bevor er in den Wald ging, sagte er, es käme noch eine Abrechnung. Ich vermute aber eher, dass die hungrigen Balverine längst mit ihm abgerechnet haben.
Ihr könnt alle rauskommen. Ihr seid sicher. Vorerst. Finde den Dieb. Yippie! Ja, man kann Hühnchen treten. Wie geil ist das denn? Ich trete noch ein paar Hühner. Weil wenn wir dann level doch unser Hühnerschreck. Gucken, wann's gleich kommt. Ich weiß, das ist gerade irgendwie nicht wirklich tierfreundlich, was ich mache. Aber ich mach das wirklich nur wegen der Waffe. Nicht, weil ich Hühnchen hasse. Nein. Ich könnte jetzt nur zum Level. Also nicht, bitte nicht irgendwelche Hasskommentare. Ich trete Hühnchen oder sowas. Ich mach das nur wegen der Waffe. Ja, ich finde es nicht so lustig, ein Hühnchen zu treten. Oh. Das ist kaputt. Ja. Jetzt ist das Hühnchen kaputt. Das ist nicht gut. Gar nicht gut. Ist einfach geplatzt. Oh Mann, mir macht das echt keinen Spaß, aber ich will leveln. Wie kommt man auf sowas? Das Hühnchen zu treten, also echt. Hey, komm her. Bäh. Wo kann ich hier Tränke kaufen? So, irgendwo war doch noch eins. Hier! Ist auch schon tot. Ja, ich weiß gerade nicht, wie man nachguckt. Aber okay. Dem Vieh weiter folgen. Da vorne ist er. Auf der Brücke. Ist das eine Brücke? Nö. Doch. Doch. Ja, nee, Treppe. Ich dachte, ich soll dem Ding folgen. Ja, nee. Jemand. Wow. Hallo. Majestät, ich habe euch schon erwartet. Wart ihr im Dorf unterwegs? Reizend Dorf. Voller warmherziger, wundervoller Leute, die ihr letztes Hemd geben und euch für einen geringfügigen Fehler zum Tode verurteilen. Jeder kann beim Wacherhalten einschlafen. Ist es gerecht, ihn dafür in den Wald zu verbannen? Ja. Aber genug davon. Ihr seid wegen der Statue hier. Beeindruckend. Sie hat sich bislang so verhalten, wie es mir verzeiht wurde. Ich brauche sie nicht mehr. Seltsam, wie sich die Dinge ändern. Wenn ihr sie diesem Besserwisser in Millfields zurückbringen wollt, bekommt ihr sie. Fast umsonst. Ich bitte euch nur um einen kleinen Gefallen. Vernichtet die Silbernitratlaternen. Das geschieht dem Dorf nur recht. Ihr habt die Wahl. Ganz einfach. Wie einfach? Wenn ihr ablehnt, töten euch meine Brüder. Dorf verteidigen. Ich sehe es nicht, einengen jemanden umzubringen, außer natürlich den. Aber wenn der sagt, es sind seine Brüder, ist er kein Mensch mehr. Tja, dann habe ich leider vergeblich auf euch gezählt. Aber eure Entscheidung rettet das Dorf nicht. Jetzt führe ich diese Horde voller Kraft mit meinem Verstand an. Wir kümmern uns schon um diese Laternen, auch wenn wir dabei ein paar der Schwächeren verlieren. In der Zwischenzeit töten wir euch, um schon mal ein bisschen Blut fließen zu lassen. Ach Quatsch. Na komm her. Boah, ich bin stark. So. Kommt noch jemand? Nö. Okay, zurück zum Dorf. Wir müssen es verteidigen. Ganz, ganz schnell. Lauf doch schneller. Yay, wir haben schon wieder knapp eine Million. Ich sag ja, ich habe da meinen PC letztens ein bisschen laufen lassen. Da ich dann alles gekauft hatte und so weiter. Also, ja. Lauf, Forest! Lauf durch den Forest! Lauf, Forest, durch den Forest!
töten, töten, töten! Stirb! Ah! Halt um! Ich dachte, die Leute laufen alle draußen. Geh doch ran! Auf! Geh weg! Aua! Gestorben. So. Geschafft. Heute ist auch wieder Überlänge. Ihr seid stärker, als ich gedacht hätte, Majestät. Aber nicht stark genug. Seht euren Tod ins Auge. Was geht denn da ab? Meine Metamorphose. Ja, Schuss, 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 Schuss! Vollgas! Also, weil die erledigen müssen mit ein paar Stunden weg. Aua. Lass mich doch gehen. Ich muss jetzt nachladen. Au, au, au. Ich mag die Waffe, die ist cool. Das ist echt Hammer. Ich kann es nur immer wieder sagen. Oh, vielen Dank. Ihr habt uns vor dem sicheren Untergang bewahrt. Wir stehen in eurer Schuld. Ihr seid hier immer willkommen, wenn ihr es wünscht. Connor trug das hier. Sieht aus wie ein Balverin. Wenn ihr wollt, gehört es euch. Die Statue eines weißen Balverins. Alles klar. Danke. Was bist du nur für ein süßes Ding? Hallo, königliche Majestät. Hey, die ist doch eigentlich. Die ist doch eigentlich ganz süß, oder? Wir sind euch unendlich dankbar, dass ihr unser Dorf gerettet und die vielen. Kann man die heiraten? Ich probiere es einfach mal. Sieht nämlich jetzt eigentlich ganz süß aus. Weiß nicht, ob es geht, aber wir probieren es einfach mal. 1, 2, 3. Oh, eine Beziehungsquest. Niedlich. Tut mir einen Gefallen, dann bin ich eure Freundin. Ich müsste etwas abholen. Könntet ihr das für mich erledigen? Ja, kann ich tun. Fantastisch. Und passt auf, dass ihr es nicht fallen lasst oder verliert oder so etwas. Gut, dann machen wir das schnell. Kehr zu Muriel zurück. Ich brauche aber nichts anderes. In Millfields. Dahin. Und da möchte ich hin. Dann holen wir uns das schnell und dann geht's ab. Dann geht's ab. Dann geht's ab. Ab, 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 ab. Ja, nein, geht's nicht. Okay. Wo lang? Wo lang? Da lang. Finde den Grabungsort, einen Brief. Ich hoffe, ich mache das jetzt nicht umsonst. Ich möchte dich nämlich heiraten. Einfach mal so gesagt, ich will. Ich bin der König. Die muss mich heiraten. Wenn ich das will. Hoffe ich. Schauen wir mal. Wir könnten natürlich vernünftig miteinander reden, aber wir stattdessen. Weg. Jetzt geht's nach rechts, würde ich sagen. Ja, war ja auch nicht schwer. Und da lang ist jetzt gut. Komm, lass mich in Ruhe. Den noch. So, den auch noch. Hallo. Hallo, hier gibt's. Hier gibt's was. Wieder Geld.
Gib nur. Geschenke. Geschenke! Gib mir Geschenke! Ein Hase! Kann man den treten? Der König! Oder wie Mama sagt. Okay, ja, dann sind wir auf jeden Fall schon mal bei ihr. Da will ich aber nicht hin. Weil wenn wir die Quest nämlich jetzt abgeben, dann... Ja, scheiße. Wieso kotzen denn die alle? Ich glaube, die haben so viel gesoffen. Wo ist denn jetzt mein Hund? Dann grabe ich halt ohne den Hund. Hier irgendwo. Na, wo denn? Hier ging's doch gerade. Los, lass mich graben. So, wir sind bei 21 Minuten ungefähr und ich stocke heute mal auf 30 Minuten auf. Das ist für mich auch einfacher zum Aufnehmen. Muss ich nicht jedes Mal aufhören. Majestät, euch dieses bescheidene Geschenk zu überreichen. Wieso sind die denn alle besoffen? Ich glaube, ich hätte das doch nicht erlassen sollen. Wohin denn? Dahin da. Ja, wir möchten da schnell reisen, bitte. Bitte. Bitte, 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 bitte. Ja, sieht gut aus. Sieht nicht so weit aus wie beim letzten Mal. Die kotzen schon wieder alle. Danke. Ich hatte schon geglaubt, dass ihr es verscherbeln würdet. Oh, brillant. Ihr seid ein wahrer Freund. Ta-ta-ta-ta. Unser großer Herrscher. Ich möchte mit dir reden. Dorfbewohnerin Marie. Hoffentlich ist das gut. Und ich sage, zwei halbe sind schon unglaublich, dass wir bei den Dorfbewohnern. Kann ich die jetzt eigentlich irgendwie zum Heiraten kriegen? Ich probiere es einfach mal. Und die andere, die rennt mir da ein bisschen im Weg rum. Geh doch mal weg. Oh, toller Klatscher, ja. So, jetzt sind wir komplett Freunde. Mal gucken, ob wir es noch irgendwie höher kriegen. Ein Rendezvous. Es funktioniert. Ja. Die Beziehung verbessern, indem wir mit Marie einen gemeinsamen Ausflug nach Millfields Villagarten machen. Ihr werdet es nicht bereuen. Ja, okay, dann machen wir das. Also schön, in Ordnung. Aber begrapscht mich ja nicht, sonst werde ich euch die Birne einschlagen. Haltet ihr jetzt meine Hand, oder was? Ja, gib her. Also, eure Hand ist schwitzig wie ein Hopparsch. Ich wollte das. Ah, die ist schlagfertig, das gefällt mir. Aus vergesse. Die ist schlagfertig und nicht eingebildet. Das gefällt mir. Ich glaube, das war die richtige Wahl. Hallo? Kommst du jetzt? Hey, ich bin nicht so schnell, wartet! Ja, dann lauf schneller. Ich halte nicht an. Ich halte nicht an. Niemals! Niemals! Niemals? Der Bell da hinten. Oh, da ist eine Truhe. Da ist eine Truhe. Lass doch mal kurz los. Wie ihr meint. Schau mal, ich habe einen Gesundheitstrank für dich gefunden. Na. Wir werden wohl nichts mehr von Ferret hören. Bitte. Ich kann kaum erwarten. Los! Verabredet ihr euch jetzt mit mir oder nehmt ihr mich absichtlich auf den Arm? Ich hab dich gar nicht auf dem Arm. Wie kann ich dich so... Ich kann dich nicht auf dem Arm nehmen. Ich hab nicht so einen großen Arm. Manu. Das dauert so lang. Am liebsten würde ich ja vorspulen. Du kannst vorspulen. Ich kann's nicht. Ja, würde ich mir natürlich nicht wünschen, dass du vorspulst. Aber, ja, ich versuche dich ja auch ein bisschen... Wie soll ich sagen? Ja, mit meinen Worten zu unterhalten. Kommst du jetzt?
Jetzt hängt die da fest. Weil das der Hühner tritt. 11 Meter. No. Wie, die hängt wieder fest. Na komm. Yippie. Weiter geht's. Sir. Ich sag's gleich mal. Ich sag's schon gleich mal. Ach, keine Ahnung. In der nächsten Folge haben wir auch wieder eine Überlänge. Da ich ein bisschen Zeit habe. Und wie schon gesagt, ich möchte die Folgenzahl nicht so aufblähen. Deswegen versuche ich jetzt mal ein bisschen länger immer zu spielen und dadurch die Folgenzahl etwas kleiner zu halten. Nicht so schlecht hier. Ja, Güssen, hallo. Ihr wisst echt nicht, wie man ein Mädchen behandelt, was? Gut, ich bin die Eure. Ihr habt's geschafft. Das scheint mir Liebe zu sein. Wenn ihr eure Beziehung auf eine neue Stufe bringt, könnt ihr heiraten und sogar eines Tages gemeinsam Kinder haben. Ja, dann bringe ich sie jetzt wieder zurück. Euch. Oh, ich liebe Hunde. Am liebsten in einem Sack im Wasser. Weiß ich den Weg noch? Die hat ein kleines Herzchen auf dem Topf. Was wir natürlich auch erst machen könnten, ne? Das war's dann wohl, hm? Uns erstmal mit ihr unterhalten. Oh, Interaktion. Unser großer Herrscher. Plaudern. Kann ich etwas für euch tun? Hey, die verarscht mich. Die verarscht uns. Das ist uncool. Plaudern die immer noch? Umarmen. Ja. Komm her. Ja, mach ich nochmal Knutschi Knutschi. Ja, Hund ist eifersüchtig. So, dann weiß ich nicht, dann tanzen wir nochmal und dann sind wir ja eigentlich ganz oben. Ja. Und als nächstes bringen wir sie erstmal heim und dann machen wir einen Heiratsantrag, falls nichts Neues kommen sollte. Okay, dann bringen wir sie jetzt. Komm, wir bringen dich nach Hause. Geht voran. Zum Glück weiß ich den Weg noch ungefähr. Entschuldigung. Geschäftspartnerschaften? Ach, wahrscheinlich, wenn man online mit anderen spielt, kann man... ja, die glitscht da ein bisschen. Irgendwie ist das cool. Man kann wahrscheinlich online mit anderen Geschäftspartner werden. Ja, deinen Schatz hast du vorhin schon gesehen, aber irgendwie nicht gezeigt. Ich finde es gerade echt cool, dass die da so glitscht. Da bleibt sie nämlich immer in meiner Nähe und rennt nicht weg. Man muss kein Genie sein, um zu merken, dass es die Augen reinigt, wenn man in die Sonne schaut. Aha. Tut's das also? Ich halte jetzt nicht an, sonst hört sie auf zu glitschen. Gleich hört sie auf zu glitschen. Das ist nicht gut. Glitchy, glitchy. So, dann haben wir... Alter, die kotzen überall. Was soll die Scheiße? Habt ihr schon mal getötet? Wie war das so? Wie ihr meint. So, was passiert jetzt, wenn wir einen heiraten? Oh, die Person will euch heiraten. Na, machen wir einen Heiratsantrag. Wollen wir heiraten? Oh. Ganz gut. Total besoffen. Frau in Rage. Und morgens wache ich dann in einem Fass voller Fischer. Wählt für eure Familie ein Heim. Oder kauft ihr ein neues.
So, ja, wir können einen Familiensitz auswählen. Aber das machen wir alles dann erst in der nächsten Folge. Bis dahin und danke fürs Zuschauen. Tschüss.